Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Dana, trink ruhig dein Latte Macchiato. Wir sind hier im Limbecker und draußen ist es so kalt, Leute, dass wir einen Latte Macchiato trinken. Wenn die Dana nur von Alkohol besoffen sein würde, ne, das wäre gut. Die trinkt Latte Macchiato und lacht mich einfach aus. Ich versuche die ganze Zeit ein Bild für Instagram zu machen. Ey, entweder sehe ich scheiße aus. Oder du machst scheiß Bilder. Ich würde das Erste sagen. Boah, guck mal, was für eine Freundin ich habe, ne? Auf jeden Fall, Leute, was ist das bitte für eine Kälte? Warum glänze ich so? Ich bin richtig am Glänzen heute, ne? Echt nicht? Okay, dann hat das was mit meinen Highlighter zu tun. Was ist das bitte für eine Kälte? Es ist so kalt, oder nicht, Dana? Mhm. Vero! Es hat heute geschneit. Was ich richtig traurig finde, ist, dass kein Schnee auf dem Boden liegt. Das finde ich richtig scheiße. Ich liebe Schnee. Ich liebe es nur, wenn überall weiß ist. Und es ist so richtig matschig, richtig eklig. Ich gehe jetzt auf einen Geburtstagsfeier von meiner Freundin, die ich auch schon sehr lange, sehr, 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 sehr lange kenne. Boah, ist das kalt! Es ist so kalt! Die Emino und Dana sind schon da. Ich konnte nicht früher. Ich habe voll schief geparkt. Ich schwöre, ich habe so schief geparkt. Ist aber egal. Ist nicht schlimm. Hey. So. Ja. Es ist richtig kalt. Ich habe eine Lederleggings an. Und ich schwöre es euch, ne, Leute, ich habe eine Strumpfhose drunter an, weil mir so kalt ist. Bin ich hier überhaupt richtig? Sie hat uns Rocher-Torte gemacht und darauf freue ich mich richtig. Das schmeckt bestimmt. Ich zeige euch jetzt unser Geburtstagskind. Mariana, komm. Die schämt sich. Komm mal her. Die versteckt. Komm mal her, mein Schatz. Warum flüsterst du? Sie flüstert. Das ist unser Geburtstagskind. Kannst du mal Hallo sagen? Hallo! Ich kann so nicht. Die Rampflüste! Ja, da, ich weiß, du bist wieder direkt so. Hier ist noch eine. Die ist Lina. Hi! Hi. Die Mädels kennen wir schon sehr lange. Hier, die beiden sind wieder am Essen. Wie Emmo, ey. Ich schwöre es, Mariana, das schmeckt so gut, ne? Ja? Ja. Hat du aus dem Boden auch gemacht? Guck mal, Dana fragt immer noch nach dem Boden. Schmeckt hast du den euch? Boden auch selber gemacht? Ja, natürlich. Bist du dir das gekauft? Die sind doch, Leute, die sind nur am Essen, die beiden. Ja, so lecker. Gut. Probier mal. Ich probier jetzt. Also, Leute, ich liebe Rocher. Ich liebe Rocher. Und Rocher ist ja so, ist eine Winterschokolade. Gibt es ja nur im Winter. Nein. Jasmina, hast du immer noch nicht gegessen? Nee, ich renne hier rum. Es muss ja an einem Butler spielen, ne? Aber der ist so hart gekauft. Bist du fertig, ja. Mariana? Ich bin fertig, mein Schatz. Die hat eiskalt geflüstert, ne? Ich bin jetzt zu Hause. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel. Mein Licht spinnt in meinem Zimmer voll rum. Ich wollte euch auf jeden Fall mein Lippenpeeling zeigen, da ich im Winter übertrieben trockene Lippen habe, das ist schon nicht normal, benutze ich den Lippenpeeling von Lush, der ist richtig gut. Ich habe den gestern das erste Mal aufgetragen und ich muss sagen, ich hatte heute schon sehr weiche Lippen. Ich habe immer das Problem im Winter und das schmeckt so lecker. Ich werde es auf jeden Fall jetzt jeden Tag drauf machen, weil Leute, bei mir ist das so eine Katastrophe mit meinen Lippen. Und dann wollte ich euch zeigen, was ich mir gestern so gekauft habe. Und zwar 2 Ohrringe von Primark gekauft. Die kosten 4 Euro und ich finde die richtig schön. Ich habe auch mal so grüne bei H&M gesehen, die werde ich mir auch noch kaufen. Immer wenn ich mir die kaufen wollte, Leute, waren die ausverkauft.
Und gestern war ich durch Zufall bei Primark und habe die hier gesehen und ich finde die richtig schön. Dann habe ich mir bei Primark eine ganz normale schwarze Hose gekauft. Ey, das ist nicht normal, ne? Ich habe in der ganzen Stadt nach einer ganz normalen schwarzen Hose gesucht. Ohne Risse, ohne eine Waschung, ohne sonst noch irgendetwas. Einfach eine schlichte schwarze Hose. Und ich habe komischerweise die Hose nirgendwo gefunden. Und wo ich bei Primark war, habe ich einfach mal da geschaut und habe diese Hose, das ist eine ganz normale schwarze Röhren-Jeans-Hose, für 8 Euro, Leute. Die kostet 8 Euro, das ist doch nicht normal. 8 Euro. Ich meine, wenn die beim dritten Mal sogar kaputt geht, würde es mir nicht so wehtun, als wenn ich eine Hose bei Zara kaufe für 40 Euro. Das ist eine ganz normale Jeanshose. Und ich bin mir sicher, die sitzt schön. Ich habe mir die in Größe 32 gekauft, weil Primark Jeanshosen fallen etwas größer aus. Und dann habe ich mir noch einen Rollkragenpulli von Primark gekauft. Die Farbe hat mir so gefallen, senfgelb. Den Pulli habe ich mir aber in M gekauft, weil ich es halt etwas breiter mag. Der ist richtig schön. Der sieht von hinten so aus, hat einen dicken Rollkragen, passt perfekt zum Wetter, da es richtig kalt geworden ist. Der hat 16 Euro gekostet, also der ist aktuell. Und dann war, da habe ich mir noch einen Gürtel gekauft. Das habe ich wieder mal bei einer Beauty-Bloggerin gesehen, die das gepostet hat. Habe mir den direkt auch gekauft in Größe M. Ich muss hier auf jeden Fall ein Loch reinmachen, weil das zu groß ist. Ich trage Größe S bei Gürtel oder XS, aber das hatten die nicht mehr. Der hat 4 Euro gekostet. Dann war ich bei Mango und habe mir diese Tasche gekauft, auch in Senfgelb. Ich habe zwar eine senfgelbe Tasche, aber die ist so klein, dass da nichts reinpasst. Die ist richtig schön. Eine ganz normale senfgelbe Tasche, kann man immer gebrauchen. Die hat 20 Euro gekostet, die Tasche. Guten Morgen! Wir haben zwar 1 Uhr, aber für mich ist das morgens, weil ich erst vor einer Stunde aufgestanden bin. Ich habe heute so lange geschlafen, das tat richtig gut. Heute ist ein sehr schöner Tag, denn ich gehe heute auf die Weihnachtsfeier von NYX in Köln. Ich werde jetzt erst mein Zimmer aufräumen. Erst benutze ich hier ein Peeling von L'Oreal. Das ist gegen trockene Haut. So, ich bin fertig und ich sehe so schön braun aus. Auf jeden Fall, während ich das einwirken lasse, werde ich mein Zimmer aufräumen. Viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Ich sehe Katastrophe aus. Meine Mutter ist im Hintergrund irgendetwas da am Bauen. Zu Hause sehe ich immer Katastrophe aus. Aber so fühle ich mich am wohlsten. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, mein Tod. Leute, ich bin fertig mit Aufräumen. Ich kann nicht mehr. Mein Gesicht glänzt auch schon. Ich wasche mir jetzt mein Gesicht ab und mache mich auch direkt fertig. Leute, ich bin endlich mal fertig. Ich habe heute so lange gebraucht, ne? Ich wohne keine Ahnung warum. Auf jeden Fall bin ich fertig. Ich fahre auch gleich direkt los. Aber bevor ich losfahre, wollte ich euch gerne mal mein Outfit zeigen. Und ich werde euch meinen Black Friday Vlog genau hier hin verlinken. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr direkt drauf, weil die meisten Sachen, die ich heute anhabe, habe ich mir gekauft, wo Black Friday war. Jetzt kann ich gar nicht mehr reden. Und jetzt werde ich euch noch meine Schuhe zeigen. Die habe ich mir bei Zalando bestellt. Ladies, bis gleich! Leute, ich habe einen Unfall gemacht. Ich stehe mitten auf der Autobahn in Köln. Mir geht es Gott sei Dank gut. Es ist nichts passiert mit mir, aber mein Auto von hinten ist eine Katastrophe. Da ist ein Junge mir hinten reingefahren, aber Ich verstehe nicht, wie man das auf Autobahn schaffen kann. Der ist mir sowas von krass reingefahren. Ich habe mich richtig erschrocken, war sowieso erstmal für ein paar Sekunden in Schock.
Und jetzt warten wir auf die Polizei. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber Hauptsache, mir ist nichts passiert. Mir geht's gut. Ich hoffe, ich habe morgen keine Prellung oder so, weil nach einem Autounfall, was nicht so richtig heftig war, man knallt ja meistens mit dem Kopf so nach vorne, hat man meistens nach ein, zwei Tagen eine richtig starke Prellung. Ich hoffe, das ist nicht so. Der Junge tut mir auch voll leid. Der hat ganz neu seinen Führerschein. Jetzt warten wir auf die Polizei, bis die Polizei kommt, ne? Das ist auch so eine andere Geschichte. So, Leute, ich bin jetzt in der Kölner Innenstadt. Mir ist so kalt. Die Polizei war da. Also, wie gesagt, mir geht es sehr gut. Gott sei Dank ist mir nichts passiert und den Jungen auch nicht, der mir reingefahren ist. Nur mein Auto hinten ist schon kaputt. Deswegen, boah, wartet mal, ich muss mal gucken. Ist das die Hohe Straße? Nein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Die Weihnachtsfeier ist mitten in der Stadt und ich weiß nicht, wo das ist. So, Leute, ich habe endlich mal die Straße gefunden, wo ich hin sollte. Ich warte jetzt auf Tara, die holt mich hier ab. Bin genau vor. Das sieht man nicht. Rewe to go. Boah, ich kann nicht mehr. Ich muss auch noch auf Toilette. Das ist so schlimm. Und wo ist Tara Lino? Jeder guckt mich an, weil ich wieder mal Selbstgespräche führe. Leute, nach dem ganzen Stress bin ich endlich mal angekommen. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Oh, die Tür geht auf. Cola. Und da backen die Plätzchen. Das können die verschicken und das werde ich auch gleich machen, denn ich werde die Plätzchen an Dana verschicken. Hier kann man das essen. Da ist die Tara. Das sieht hier so schön aus. Leute, ich mache jetzt ein Cupcake. So sieht das Ganze aus. Oh, Leute, ich darf ein Paket schicken. Ich mache es für mich selber, ha! Ja. So reihe richtig Kanackenpolitik, Leute. Ich schwöre, die hat alles eingepackt. Guck mal, ihr könnt sogar und dann ein Stück einpacken. Dann kommen unsere Booty-Goodie-Bags und ich spreche. Da ist die andere. Die Booty Bags, dann sind Booty Gags. Dann kommen die Goodie Bags und die schreit so durch den ganzen Laden. Ey, sind das unsere Goodie Bags? Oh, Nadi. Hier. Mach morgen zu. Ich konnte leider gestern nicht weiter vloggen, weil ich so spät zu Hause war. Da ich hier einen Unfall hatte, sind meine ganzen Lichter kaputt gegangen vom Auto und ich musste durch die Autobahn mit Fernlichter fahren und das darf man eigentlich nicht. Also ich war statt 50 Minuten erst in anderthalb Stunden zu Hause. Das ist so, das war richtig schlimm und das war zu spät. Mir geht es heute nicht so gut, deswegen werde ich auf jeden Fall gleich zum Arzt gehen. Ich habe ganz starke Nackenschmerzen. Man sagt ja, wenn jemand einen hinten reinfährt, die Schmerzen spürt man erst nach ein oder zwei Tagen und bei mir sind die heute schon aufgetreten. Ich habe auch ganz starke Knieschmerzen, deswegen muss ich auf jeden Fall gleich zum Arzt, aber ich denke, es ist nichts Schlimmes. Ja, ich hatte ja gestern ein Goodiebag von NYX bekommen, den wollte ich euch mal zeigen. Das ist hier, das ist so eine Tüte, ich habe so viele Tüten davon. Ich schwöre es euch, ich habe bestimmt 10 NYX-Tüten oder so. Wir gucken mal rein, was da drin ist. So. Danke an NYX auf jeden Fall. Merry Christmas. Yeah. Da ist halt so eine Karte drin. Oh. Burn to Glow. Also das ist eine Highlighter-Palette. Oh, ich liebe Highlighter, Leute. Kann mir auch vorstellen, dass sie richtig gut ist. Aha, aha. Yeah. Und dann noch Sektflasche. Ich bin zwar nicht diejenige, die Alkohol trinkt, aber trotzdem. Oh, dann haben wir hier ganz viele Lippenstifte. Wieder so viele Lippenstifte. Und zwar sind das vier Metallic Lipsticks. Ups.
Die habe ich, Leute, die sind so gut, die schimmern so schön auf den Lippen. Aha, das ist ein Schimmerstift. Ja, so sehen die aus. Die schimmern. Der Stift nennt sich das, was ich da mache. Hm, nix. Die haben so schöne Produkte. Aha, darauf freuen wir uns ja am meisten. Ja, das war's auch schon, oder? Ah, Schokolade ist da auch noch drin. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit meinem Vlog. Ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Ciao.